Hallo, da sind wir wieder zurück. Ja, nach dem abrupten Ende der letzten Folge habe ich mir jetzt einfach gedacht, 15 Minuten, das passt schon mal. Machen wir jetzt einfach eine neue. So. Genau, Strom. Ich bin am Überlegen, ob ich hier eine Küche mache. Und da Strom. Das Problem ist, wir brauchen aktuell Strom, weil wir verbrauchen zu viel. Die Pumpe benötigt Strom. Ja, okay, wir gucken da schon mal. Blaupause. Hilfspaket, schicker Anzug. Ja, komm. Wir drucken jetzt erstmal den schicken Anzug. Gehen wir Lindsay. Dass wir hier. Wir haben keinen Strom. Aus. Ja, wir müssen jetzt erst nach Strom gucken. Da führt kein Weg eigentlich dran vorbei. Und dann als nächstes holen wir uns wieder einen neuen Gune ran, einen Gunerich, dass wir schneller und besser aufräumen können. So. Und zwar. Da ist Nahrung. Ja, nee, hilft nichts. Aber es wäre klüger, das hier in der Reihe zu machen. Wenn hier der Essenssaal ist. Dann machen wir jetzt Folgendes. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Kriegen wir hin. Dann machen wir es jetzt so. Knallen wir hier eine Tür rein. Machen hier Ziegel. Dann. So. So. Genau, so. Hier eine Leiter. Grabe, 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 Grab, Grab. Da. Könnt ihr hier mal ein bisschen bauen? Und machen wir hier auch noch eine Tür. So. Und machen wir hier dann später eine Küche rein. Die Lage ist auch fast schon wieder voll. Was ist mit dir? Gereizte Lunge, klatschnass. Wir brauchen eine Medizinstation als nächstes. Die haben nämlich alle gereizte Lungen. Und einer kommt da nicht alleine nach zum Aufräumen. Wir brauchen eine Medizinstation und wir brauchen noch zwei Aufräumer, die was wirklich nur damit beschäftigt sind, den Dreck wegzuräumen.
Sonst wird das nichts. So. Jetzt machen wir mal Folgendes. Hier mal direkt weg. Und auf 8 oder 5 machen wir jetzt einfach diesen Dreck weg. So. Dann legen wir hier mal Stromkabeln. Können wir rein theoretisch von unten nach oben legen hier? Nahrung stehen wir aktuell ganz gut da. Würde ich jetzt behaupten. Wasser haben wir jetzt auch noch. Da ein schönes Reservoir. Dann hätten wir da oben noch und da noch. Und sobald wir da irgendwas anzapfen müssen, können wir das schon wieder rüberwerten, ja. Also das ist, glaube ich, alles weniger problematisch. Ich gucke mal gerade so die Ränder so ein bisschen ab. Hier haben wir halt Gase. Hier möchte ich eigentlich nicht so gern vordringen, obwohl mich das schon irgendwie interessiert. Da ist eine Uhr. Eine Leuchte. Ein Spind, und in dem Spind könnte was sein, ja. Das würde mich interessieren, was das vielleicht mal ist. Aber ich möchte nicht durch diese ganzen Gase vordringen. Das ist alles nicht so meins. So, Strom. Jetzt packt man erstmal große Batterien hin. Zeigst du mir noch das Eisenerz, was wir haben? Heilpillen haben wir nur noch eine. Danach wird es kritisch. Fange ich da oben an hier den Hauptraum, der ist schon ein bisschen sonderbar. Da können wir den Mikromatscher. Ich kann den nicht einfach umsetzen, gell? So. So, mal unsere Baumeister sollen da mal anfangen zu bauen. Was ist, wird hier eigentlich alles gelagert? Stellen wir dich mal kurz auf die Null. Und hier wird schön brav aufgeräumt. Wunderbar.
So, ihr zwei könnt euch richtig abstrampeln. Aber sobald wir hier die gefüllt haben, soll es schon passen. Normalerweise. Ah, das sieht echt nicht gut aus. Wir könnten hier mal so luftdurchlässige Ziegel auf jeden Fall mal reinmachen. Da zumindest, dass sich, wenn sich da was anstaut, dass das nach unten einfach durchwandern kann. Hier wird es gut gereinigt. Hier sind sie auch dabei, eigentlich das gut zu reinigen. Hier können wir das eigentlich, es wäre smart, wenn wir das, was sich hier sammelt, auch reinigen. Weil aktuell, oh, das ist voll. Sie wandern weiter hier rüber oder hier runter. Ja. Und der Otto baut unzurechnende Sauerstoffproduktion. Wieso? Meine Kolonie verbraucht mehr Sauerstoff, als sie produziert hat. Und der Luftverrat hat... Okay. Das ist schlecht. Warum desinfizierst du nicht? Was ist da drin in dem? So. Immer gleich wegräumen. Sudler. So. Dann werden wir jetzt anfangen. Nee. Wir fangen nicht an, wir bauen hier eine Lampe rein. Machen wir zwei. Machen wir hier zwei Lampen. Weil in der Küche muss schnell gearbeitet werden, ja. Zack, 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 zack. Verbrauchen wir zwar wieder mehr Strom, aber nun ja, so ist es halt. Beim Otto skill ich beim nächsten Mal ins Bauen rein, dass er da ein bisschen schneller beim Bauen einfach ist. So. Ich weiß nicht, was ein Spice Grinder ist tatsächlich. Da ist der Spice Grinder.
brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Gut, hier haben sie aufgeräumt. Nahrung. Brauchst du trotzdem mal hier einen Grill? So, das ist jetzt richtig viel Strom, was wir hier jetzt verbrauchen. So. Dann übertrage ich dann diese Einstellungen. Dann haben wir hier eine kleine Küche. Und die muss ich halt dann bauen. Dann machen wir den Matschmann weg. Qualität grässlich. So. Omelette. Rohes Ei hätten wir. Zu wenig. Hätten wir aber Qualität Standard. Also da müssen wir da mal gucken. Ja? Also, aktuell verbrauchen sie ja nichts. Das ist super. Langer Arbeitsweg. Stimmt. Das sind in der Tat lange Arbeitswege, aber wir können es jetzt folgendermaßen machen. Platzieren wir hier mal welche rein. Dann teilen wir hier die Arbeit so ein bisschen auf. Da müssen sie, wenn sie hier dann auch gleich aufräumen, müssen sie bloß hier, zack, zack, und nicht den ganzen Weg darüber. Und wenn wir hier was bauen, dann gehen sie da hoch. Entnehmen tun sie ja den Mist sowieso da, wo es drin ist. Sperrt ihr euch jetzt da bitte nicht ein? So. Sand brauchen wir nicht. So. Interessant. Gucken. Aufräumen. Landwirtschaft. Kochen oder Schutz? Nein. Bauen. Geschick erhöht. Lehrer. Drucken. Priorität. Lehrer. Aufräumen. Bis ganz weit oben im Aufräumen, im Lagern. Und Lebenserhaltung. Versorgung. Mach mal bei dir auch nochmal hoch. Und Zeitplan. Du arbeitest hier. Gut.
Und der Hassan ist Doktor. Doktor Doktorantis. So. Ist zur Schlafenszeit schon. Oh. Warum? Klatschnass, kühle Umgebung, gereizte Lunge. Warum gehst du in der Kacke? Warum gehst du in der Kacke schwimmen? Ja. So. Was ist da jetzt passiert? Zufällig das Eis geschmolzen. So. So. Genau, ihr macht dann schön hier alles voll, wunderbar. Gut. Meiner Meinung nach haben wir da schon mal was geschafft. Und der andere Teil räumt hier auf. Könnte eigentlich fast da unten das auch mal wegräumen. Ist jetzt auch nicht so weit weg, sage ich jetzt mal. So. Ja. Wo zum Teufel kommt hier das Wasser her? So, musste ich mich ganz kurz muten.
Bist du das Ding, alt? Komm, du bist alt. Vielleicht, weil du einfach schon so alt bist. So, wir haben zu wenig Sauerstoff. Also wir haben schon wieder mehr verbraucht, als wir gemacht haben. Schlecht. Das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Ja, macht eigentlich keinen Sinn. Doch, wir können, passt auf, wir können hier Folgendes machen. So. Mit einer sehr hohen Priorität. Otto, komm runter. Ich suche die eingehende Nachricht und finde einen einzelnen Eintrag. Ich verschiebe die Nachricht in meine Datenbank. Okay. Ist nicht roh. Mhm. Lindsay, du. Mhm. Kriegst mehr Tragekraft. Okay, das ist das Zeichen. So, und jetzt bauen wir da. Mit einer ganz hohen Prio. Zwei so Algendinger hin. Bum, 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 bum. Und schon müsste ich eine höhere Sauerstoffproduktion zumindest haben. Zumindest wandle ich so gut es geht allen Kohlendioxid dann jetzt um, bis auf die zwei Becken hier. Dann gucken wir mal, wie sich das auswirkt. Tägliche Berichte. Sauerstoffproduktion. Gesamter Sauerstoffverbrauch. Ja, der ist halt jetzt noch höher durch das Ganze, also durch hier neuen Kolonisten. So ist es halt mal.
Aber es sollte sich ja jetzt, hier geht der Sauerstoff hoch, der Stickstoff geht hier runter. Das sollte eigentlich so passen. Hier machen wir mal dicht. Dass wir mit dem nichts mehr zu tun haben, mit dem Feld hier. Okay, dass das jetzt schneller geht, mache ich hier jetzt auch was. So, und dann würde ich sagen, beenden wir hier die Folge. Und in der nächsten Folge würde ich sagen, kümmern wir uns um eine Medic-Station, die was wir hier oben bauen. Ist, ich sage jetzt mal im Schlafzimmerbereich. Also Leute, bis dahin, tschüss.